Let me ask you, does a machine like yourself ever experience fear? Hallöchen, liebe Leute, ich bin das Kaisamp und herzlich willkommen zur nächsten Dunwood Riots Serie. Wir machen heute ein paar Schießübungen im Hinterhof. Komm, kämpfe dich durch stetig härter werdende Gegnerwellen. Okay. Kämpfe dich durch stetig härter werdende Gegnerwellen. Jeder eliminierte Gegner hat einen Punktestand. Wenn du Gegner mit Ziel ausschaltest, erhältst du zusätzlich Punkte. Spezial: manchmal erscheint ein goldener Händler und verschwindet nach 3 Sekunden wieder. Triff ihn, um Munition und Elixiere zu erhalten. Eliminiere ihn, um zum Verbesserung zu erhalten. Runen erscheinen zufällig in der Umgebung zwischen manchen Runden. Sammle sie, um neue Kräfte zu erhalten. Es gibt rivalisierende Fraktionen, die gegeneinander kämpfen. Kannst du es zu deinem Vorteil nutzen, aber erhalte Punkte für Gegner, die du selbst eliminierst. Okay. Wenn ich sterbe, ist die Mission verloren. Okay. And there is a room. There's a gold handler. There is no escape. Warte mal, ich kann meine Ausrüstung verbessern, ne? Meine Fähigkeiten, meine Fähigkeiten, habe ich Waffenschwamm. Hier so ein Ding, können wir hier hinlegen. Dann können wir mal gucken, ob wir da drauf schießen können. So. Zeit anhalten, 0. Da war ein Rattenschwarm, scheiße. Okay. Schliert. Ah.
nicht. Ja komm, halt mal die Zeit an. Null, komm her. Welle 8. Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist. Abschauen. Dann kommen wir noch mal einen Rattenschwarm. Mal den da hinten. Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist. Abschauen. Wir haben eine Granate. So. Und aufladen. Bischoss 2, super. Und hoch hier. Okay. Verdammt, wo bist du? Jemand wurde umgebracht. Das Schwein ist mir entwischt. Halten wir mal die Zeit an. Ich habe keine Munition mehr, kein Nichts mehr. Okay. Ich weiß, dass du hier bist. Hilfe! Ich
Ich hab gefällt, wo er auf den drauf springen wollte. Okay. Oh, fuck. Okay. Erstens so nah. Aber ich weiß nicht, ob es gut abgeschlossen ist, aber wir haben es abgeschlossen. Wir haben es auch natürlich, das ist okay, das war nice. Okay. Prüfung verlassen. Auf zur nächsten Prüfung. Prüfungsauswahlen. Hier haben wir jetzt zur Prüfung Assassinenturmlauf. Okay. Wissen ja, wie es geht. Oh ne, warte mal. Begib dich nur mit deinen Armbrustwaffen auf den Weg durch das Level und schieße deinen Ziel so schnell wie möglich ab, wobei du keinen Zivilisten treffen solltest. Prüfung test deine Mobilität und Zielgenauigkeit. Das Gebiet steckt voller Feinde. Der Raum ist so lange verschlossen, bis du alle Ziele erledigt hast. Deine Armbrust besitzt unbegrenzte Munition. Das ist schon mal nice. Je schneller du zum Ausgang gelangt, desto mehr Punkte erhältst du. Triff die Gegner präzise und mit Stil, um mehr Punkte zu erhalten. Wenn du Zivilisten verschonst, erhältst du mehr Punkte. Prüfung beendet, wenn du stirbst. Okay, wir haben eine Armbrust. Gucken wir mal. Okay. Warum machen da Zivilisten was? Warum sind die da? Okay, wenn wir die müssen die schnell töten, aber wir sollten noch. Wahrscheinlich hier oben lang, ja. Und war das scheiße. Oh fuck, nee. Scheiße. Das versuchen wir nochmal. Ja, wir nehmen nicht geschafft, hier beendet die Mission, glaube ich. Wenn die Mission beendet hat. Einen gewissen ja, weiter geht's. Weiter geht's. Jungs, weiter geht's.
Headshot. Weiter geht's, weiter geht's. Gewinne, gewinne, gewinne. Ich bin wieder am gleichen Gegner gefailt. Ja, fuck it. I'm too old for this shit. Kommt vielleicht was, ne? Okay. Okay. Wir sind wirklich mit dem letzten Ding ist gescheitert. Okay, ein neues Artwork ist jetzt verfügbar. Und? Hab wieder nicht gefunden. Ein Stern? Ey, das können wir aber besser. Dann machen wir das. Das machen wir nochmal besser. Gleich nochmal wiederholen. Wollen neu starten. Dann komme ich mir mindestens 2 Sterne kriegen. Ganz sicher. Alter, sag ich deinen Speed und ich hab dich getroffen. Ein Witz Pinöpel, Alter. Mal habe ich ihn getroffen. Ist auch tot, okay. Gibt irgendwie die Puppe? Nicht, da wüsste ich sie nicht, okay. Lecco mio. Die Puppe. Keine Ahnung, wo die ist. Haben wir mehr Punkte? Ja, wir haben mehr Punkte. Warum gibt es 2 Sterne? Hä? Was ist das denn? Wir gehen mal prüfen, vielleicht gucken, wie viel man für 2 Sterne braucht. Weil ich ja mindestens 2 Sterne kriegen. 20.000. Okay, einmal machen wir noch. Weiter geht's.
Weiter geht's. Jetzt kommen die Weiner. Leben verloren. Ich muss gerade richtig im Tryharden. Ich will es schaffen. Am besten perfekt. So jeden Headshot. Hier. Alter, war das scheiße. Glaub mir, bitte. Jetzt baller ich einfach hier Rapid Fire mit dir rein. Gut. Da waren das nicht alle, ach so, es geht hier lang. Ja, der war drauf, aber ist okay. Immer auf Kopf jetzt hier. Immer auf Kopf jetzt hier. Ich triff nicht. Okay, nee. Aber wir lassen uns dabei und gehen zur nächsten Schießprobe. Ja, schaffen wir nicht. Also könnte man schon schaffen, aber ich bin gerade zu unkompetent dafür. Okay, weiter geht's. Punkt verlassen. Auf zur nächsten Prüfung. Prüfung Auswahl. Auf zur nächsten Schießübung. Schieße so viele herabfallende Öltanks wie möglich ab. Deine Pistole ist wahrscheinlich verbessert und besitzt unbegrenzt Munition. Jede Runde endet mit einer schweren Spezialrunde, die durch ein Hornsignal angekündigt wird. Jeder zerstörte Tank erhöht deinen Punktestand. Du erhältst einen Punktebonus, wenn du mehrere Tanks gleichzeitig zerstörst. Du erhältst einen Punktebonus, wenn du mehrere andere keinen einzigen Tank verfehlst. Du erhältst einen Punktebonus für Zielgenauigkeit. Er ist Shoot Ninja oder was? Gibt mehrere Wahl-Öltanks. Normaler Tank bringt nur Punkte. Goldener, verlangsamt Zeit. Rosafarbener, Prozent der Gesundheit wieder her. Purpurner, Beschuss einer Rauchwolke. Und grüner Tank ermöglicht Nachtsicht. Okay, Game Over, wenn ich sterbe. Also so Fruit Ninja mäßig, wir stehen jetzt auf einer Platte und schießen nach oben oder wie? Yo. Let's go. Noch ist schmeidig und langsam. Ist ja Runde. Block. Das siehst du gar nicht. Oh fuck. Oh fuck. Fuck, bin ich kacke. Wir werden gucken. Bin ja auch ausreichend. Heftig.
gestorben, weil ich die Puppe gesucht habe. Aber ich habe sie gesehen, okay. Dann machen wir es nochmal. Aber ich habe die Puppe gefunden. Puppe wiederholen. Ich weiß jetzt, wo die Puppe ist. Noch da. Wahrscheinlich liegt sie noch einmal da. Alter, bin ich gerade kacke gewesen. Hä? Ich bin genau mit dem Fadenkreuz drauf, oder? Was? Ist doch ein Geräusch, das oder ein... ab, jetzt kommen drei wahrscheinlich, ne? Nee. Eine Flagge jetzt drauf, ey. Da ist nichts auf dem Geld. Einfach nur nach unten. Direkt. Die werden nicht geworfen. Ja. Alter, diese Explosion, das sehe ich manchmal nicht. Der fliegt genau mein. Ich verstehe es nicht. Ich glaube, ich keinen einzigen Treffer. Ich habe den locker getroffen, weil diese Hitbox ist so für den Müll. Ja, 2 Sterne reicht mir. Puppen wir auf. So, dann gehört es der Prüfung verlassen. Okay. Okay, würde ich sagen, wenn es euch jetzt gefallen hat, wir haben ein paar Schießübungen gemacht. In der nächsten Folge gibt es dann ein bisschen Denkübungen, so Rätselübungen. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, würde ich mir eine positive Bewertung freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Wherever I go, wherever I see, I remember you. If you remember you.